Mirror Task, die App, um effizienter zu programmieren und vor allem geordneter zu programmieren, erkläre ich euch. Wenn ihr zwei Tasks habt, sagen wir dem Task A, also ein Programm auf dem Panda-Roboter, Task B, C, D und so weiter. Hier drin habt ihr eure Apps, auf dem Task B entsprechend auch. Könnt ihr jetzt neu mit der Mirror Task, im Beispiel hier Task A, die Mirror Task einfügen, ist eine sogenannte Gruppen-App. Mirror. Könnt ihr jetzt hier unten, sagen wir dem App A, App B, App C, diesen Task hier unten komplett nach oben spiegeln oder auch kopieren, wie ihr dem auch sagen wollt. Das heißt, in die App reingehen, den Task B auswählen und die Apps springen hier nach oben. Das heißt A, B, C. Sobald jetzt unten im Task B sich etwas ändert, zum Beispiel eine App ändert sich oder es kommt eine zusätzliche dazu, einfach in die App reingehen, weil es ist nicht direkt gespiegelt abhängig, in die App reingehen, Refresh drücken und sobald das geschieht, springt die App hier auch nach oben und ihr habt immer das Abbild vom Task B hier in dieser App drin. Das heißt, es ist nichts anderes als Task B ist ein Unterprogramm von Task A. That's it. Bei der Gelegenheit noch einige Tipps und Tricks, dass es noch schneller und noch geordneter geht. Ihr könnt auch also die Mirror Task App auch, ja, sagen wir einmal, missbrauchen zum Copy-Pasten von Apps. Das heißt, ich kopiere mir jetzt oder ich spiegle mir den Task B nach oben in meinen Task A innerhalb der Mirror Task App und kann zum Beispiel jetzt diese zwei Apps, das A und B, rausziehen hierhin. Und eigentlich die Mirror Task App löschen oder wieder refreshen, dann wäre AB, AB hier drin, wie auch immer. Mit dem kann ich spielen, auch gegenseitig, also von Task A zu Task B. Was aber wichtig ist, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt am Ganzen, die besten Ergebnisse und die sichersten Ergebnisse erhaltet ihr, wenn ihr Task A und Task B hier oben in der Timeline, wo ihr die Speed, die Override Speed, die Threshold-Werte, die gleichen habt. Idealerweise die Standardwerte. Da müsst ihr euch nichts darum kümmern. Das heißt, alles, was hier drin ist mit Speed, Kräften und so weiter, dass das gleich ist in den Tasks, wo ihr die Mirror Task App verwendet. Weil, einfach erklärt, wenn ihr die Apps von hier unten nach oben spiegelt, werden diese Timeline-Settings nicht hier oben übernommen im Task A. Das heißt, es werden dann automatisch die von Task A übernommen, egal was ihr hier drin habt. Daher, guter Tipp, die gleich lassen, Standard lassen.